Willkommen auf dem Circuit des Spa-Francorchamps, wo das heutige Rennen stattfindet. Die Autos stehen schon in der Startaufstellung, schalten wir also gleich mal runter an die Strecke. Was für eine unglaubliche Rundenzeit von Lewis Hamilton im gestrigen Qualifying. Wenn er heute einen sauberen Start hinlegt, wird er uneinholbar sein. Er ist absolut in der besten Position, das heutige Rennen zu gewinnen. Natürlich spielen Strategie und Performance des Autos eine große Rolle, aber aus der ersten Reihe kann man das zweifellos besser managen und auf die anderen Teams reagieren als von weiter hinten. Wie kann Felipe Massa mit seiner schlechten Startposition beim heutigen Grand Prix umgehen? Massas Williams kann viel mehr leisten als das, was er gestern aus dem Wagen herausgeholt hat. Also werden sie wohl heute mit einer etwas anderen Strategie versuchen, ein paar Plätze gut zu machen. Wir können im Vergleich zu den beiden Williams Bottas von 19 und Massa von der 17 nur Positionen eigentlich verlieren. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zur Let's Play Formel 1 2015. Spa-Francorchamps, meine Lieblingsstrecke, geht an. Wir starten von Position 4. Die Rennstrategie sieht hier 3 Boxenstops vor. Okay, finde ich gut. 9 bis 10, 20 bis 21 und 30 bis 31 und dann durch. Wir fahren ja etwas unter 90 Minuten, das finde ich ebenfalls gut. Und die Strategie, die ich glaube ich auch gewählt. Wir können die Startreifen natürlich nicht ändern. Die Reifen bauen dann nämlich auch extrem schnell ab, weil die Runde mit 7 Kilometern auch ein bisschen lang ist. Das kommt zum einen. Und wir fahren hier schnelle Kurven, wo die Reifen sehr stark belastet werden. Williams Speed hatte ich im Qualifying. Das kann ich auf jeden Fall so bestätigen. Ricciardo ist in der WM 2 Punkte nur vor mir. Der startet glaube ich direkt hinter mir. Ich glaube, ja. Und der Weg zur S-Kurve ist nicht allzu lang. Und dann hoch zu Eau Rouge und der lange Geraden. Ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir starten außen. Ist vielleicht ein kleiner Nachteil. Aber wir wollen mal sauen auch. Und danach saufen am besten, wenn wir aufs Podium kommen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da muss schon viel passieren. Aber in Spa kann ja immer was passieren. So ein paar Kollisionen von der KI, so wie in England oder auch in Österreich, hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. So lang genug gelabert, wir starten. Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Nein. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens übertreiben. Da versucht schon jemand innen. So, mir gehört die komplette Außenbahn und jetzt mit Fett weg hier. Raikön erwischt, der Start war eigentlich jetzt nicht so gut, wie ich mir das erhofft hatte, aber es ging. Wetterbericht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Okay, perfekt. So, nur die beiden Williams vor mir. Den Raikön am Start kassiert. Und jetzt heißt es so weg. Die beiden attackieren auch gleich mal da vorne. Rosberg und der gute Lewis. Ich habe schon gesehen, dass ich auf Fett gestellt habe. Das Auto natürlich jetzt sehr, sehr schwer. Und jetzt kommen wir in das Infield, wo die Mercedes sehr gut aussahen. Aber der Kimi ist natürlich ein gefährlicher Gegner im Nacken. Und dahinter ist schon Sebastian Vettel, also Ricciardo noch weiter hinten. Und ich muss den Mercedes-Motor hier ausquetschen. Raikön, der möchte noch dagegen. Irgendjemand war auf Primes. Oder musste auf Primes starten. Ich glaube, es war auch Vettel. Benzinverbrauch hier wahrscheinlich in der Regel sehr hoch. Aber ich möchte schnell das Auto leer bekommen. Und zwar wirklich, wirklich schnell. Am besten den Ferrari keinen Windschatten spendieren. Das ist aber schwerer gesagt als getan. Ach, die Bremsbalance muss ich noch nach vorn verstellen. Im Rennen. Die aktuelle Benzinlast beträgt 90 Kilogramm. Ich wiederhole, 90 Kilogramm Benzin an Bord. So, der erste Sektor war ja mein Sektor, relativ ruhig am Anfang hier. Aber dritter Platz wäre natürlich das Bombenergebnis. Nur das werde ich auf Dauer nicht halten können. Raikön hinter mir, Fahrer hinter mir. Raikön hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Noch 43 Runden. Die da vorne greifen sich wieder an. Das ist sehr, finde ich sehr, sehr gut. Dass sie sich da ein bisschen prügeln. Vielleicht erleben wir hier Spa 2014. Da hat nicht viel gefehlt.
Also die fallen mir momentan jetzt nicht arg weg. Ja, in der Kurve werde ich immer ein bisschen untersteuern. Ja, von der Kurve hat ist die KI deutlich besser. Beziehungsweise die beiden Mercedes. Aber dass ich das Tempo von denen mithalten kann am Anfang des Rennens, das verblüfft mich jetzt doch. Oh, ganz schlecht rausbeschleunigt. Kimi hat mir den Platz gelassen. Ich habe den Reifenvorhang jetzt schon abzubauen. Fährt er direkt dahinter. Ricciardo hat schon Rückstand. Gleich ist das DRS aktiviert. Ja, super. Oh, das war ganz klar das Abkürzen. Bringt mir aber jetzt zeittechnisch fast gar nichts. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Vielleicht fahre ich sogar schon in Runde 8 rein. Sprit geht sogar noch. Gucken, ob Hamilton wieder Rosberg attackiert. ...360 gegen 350, da sollte ich vielleicht nicht geschnappt werden. Egal, der greift an. Bisschen zu spät auf der Bremse. Und die machen wieder Platztausch, die beiden. Naja. Top ist für mich was anderes. Nee, zweiter Gang ist auch am Anfang des Rennens nicht der beste. Okay, die Information gibt er auch viel, viel später, als sie in Wirklichkeit passieren. Ich muss die Kurven jetzt schon langsamer anfahren. Noch langsamer als sonst. Ja, super. Hier habe ich mich vorhin verbremst. Das hat Zeit gekostet. Diesmal geht's. Vettel macht auch schon Druck. So, ich muss irgendwann in dem Rennen hier Benzin sparen. Wieso ist gelb vor mir? Durchaus bewusst. Na, Iceman-like Orange oder nicht Iceman-like Orange? Es sollte nicht regnen. Falls nicht. Sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Also hier fett auf der Orange, mein Sprit geht nicht weiter runter, was mich sehr verwundert. Ich wundere aber, dass das Tempo von den Mercedes jetzt nicht ganz so stark ist. Und die Ferrari hat echt Probleme, mich zu überholen. Dank des auch geringen Heckflügels. Die haben hier Topspeed gewährleistet. Runde 9. Boxenstoppfenster. Boxenstoppfenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 41 Runden. Alter, meine Reifen sind jetzt schon komplett eigentlich am Arsch. Ich muss sie jetzt sogar passieren lassen. Obwohl, die Kurve gehört mir jetzt noch, aber jetzt die nächste gehört mir nicht mehr. Aber Vettel, muss ich die Tür zumachen? Ah, die kann ich nicht mal halten. Die haben... Der Ferrari hat grundsätzlich genauso wie der Mercedes einfach einen deutlich geringeren Reifenverschleiß. Ich kann aber trotzdem versuchen, unter Raikön zu bleiben. Hier in Spa wirkt ja grundsätzlich auch immer der Windschatten extrem. Wie man jetzt wieder eigentlich sehr schön gesehen hat. Rosberg legt sich mächtig ins Zeug. Er ist gerade die bislang beste Runde des Rennens gefahren.
Hier beschleunigt er schon besser raus als ich. Alter, was für ein Überschuss! Alter, das war ja schon ja sensationeller Überschuss. Das ja, das lässt ja selbst ein Ferrari ja mitten auf der Geraden stehen. Okay, uns geht das Benzin aus. Versuch ein wenig früher hochzuschalten. Das sollte etwas Benzin sparen. Ich versuche jetzt schon in der Mitte der Benzin zu sparen. Ich hoffe denn nicht, dass er mir während des Ganzen hinten drauf fährt. Fahrer vor mir. Hamilton liegt vor dir. Der Abstand beträgt 4 Sekunden. Wir sind um 2,5 Sekunden langsamer. Jetzt sind es noch 40 Runden. Ja, der Mercedes ist ja ganz klar das OP-Auto Nummer 1. Einer meinte noch, dass ich im Mercedes mal fahren sollte. Also die Saison können wir uns auch nicht vergessen. Der Ferrari-Motor im Ferrari-Motor ist echt nicht so stark, also da muss ich mir keine Angst haben. Ich habe eher Angst, dass die mir hinten drauf knallen, weil ich deutlich früher bremsen muss. Jemand meint nur noch später in den zweiten Gang zu schalten. Rosberg fährt 1,507, da bin ich weit von entfernt. 52,9. Langsam, die sind schon abgenutzt. Der Wagen hinter dir fährt im mittleren Drehzahlbereich. Mittlerer Drehzahlbereich beim Wagen hinter dir. Gucken, was mal Vettel irgendwann. Gut, Vettel wird da auch nicht vorbeikommen. Also ich glaube, einer von den beiden ist sogar auf Primes unterwegs. Bin mir mal nicht sicher. Können Sie wohl was weiter da vorne duellieren? Wenn da irgendwann was passiert, bin ich der dumme, lachende Dritte. Hä? Er sind nämlich sofort wieder in Kanada an dem fetten Manöver. Woppala. Ja, er kommt noch ein bisschen besser um die Kurven. Da merkt man die Aerodynamik einfach. Ja, ich komme hier kaum noch rum. Fahrer vor mir. Ja, aber schön. Jetzt habe ich noch bekommen, okay. Der Wagen hinter dir hat offenbar Probleme mit dem DRS. Ah, okay. Nicht zur Verfügung. Messpunkt ist hier. Gucken. Ne, bin schon raus. Aus dem Fenster, damit rein können, weg. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Schneller als der Wagen vor dir in Sektor 1. Guck, wie er jetzt im zweiten Sektor wegfährt, der Raikön. Ja, sobald die Reifen abgenutzt sind, hat man echt Nachteile mit dem Force India. Das ist mir auch schon häufiger aufgefallen. Boxenstoppfenster. Das Boxenstoppfenster ist offen. Boxenstoppfenster ist gerade offen. Okay. Ja, ich muss rein. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Der Abstand beträgt 9 Sekunden. Noch 38 Runden. Jetzt beginnt schon die Phase, wo ich einfach zu viel Zeit verliere. 7, 14, 21, 28. Och Gott, das wird ja hier vielleicht sogar eine 4-Schubskarte geben. Box, Box, Box.
Da sind wir uns beide mal einig. Die Reifen sind tot. Da weiß man jetzt hier auf Mager spart, ne, in der einen Runde. Okay, wir fahren einen relativ extremen Undercut. Aber die Reifen sind einfach wirklich tot. Man verliert hier nicht allzu viel in der Boxengasse. Das geht im Vergleich zu anderen Rennstrecken, wie Silverstone zum Beispiel noch, oder Singapur. Los, fahr jetzt! Oh Gott, ich komme mitten im Feld raus. Habe ich hier Glück. Ja gut, der Kredit ist das DRS. Ne. Also die Rouge kriegen sie nicht gut. Die beiden Williams sind immer noch irgendwo weiter hinten. Da können wir echt Stiche gegen die beiden Williams setzen. Verstappen liegt vor mir. Boxenstoppfenster. Du hast 11 Runden bis zum Boxenstoppfenster. 11! Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options. Ich glaube, 11 hätte ich mit denen hier nicht fahren können. Gut, ich musste die im ersten Sinn doch richtig hart rannehmen. Die hatten auch schon 3 Runden drauf. So ist es natürlich jetzt nicht. Während die hier frisch sind. Also, es könnte knapp werden mit den 11 Runden. Aber ich muss versuchen, diese 11 Runden natürlich zu fahren. Damit wir auf 3 Stopp weiterhin gepult sind. Hier sind nur 44 Runden, aber die sieht ja überhitzt aus vorne. Ich werde nicht sagen, Verstappen, kannst du bitte ein bisschen schneller fahren? Der hat auch schon tote Reifen. Meint das wie Hamilton und hier die waren zu. Bei mir die gehört die Kurve. Okay, die Reifen sollten noch eine Weile in Ordnung sein. Aktuell sind sie noch nicht stark abgenutzt, aber pass auf, wenn du sie stark belastest. Fahrer vor mir. Ricardo vor dir. 8 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 36 Runden. Gut, diese 8 Sekunden fahre ich jetzt zu. Ah, ich glaube, wir haben echt Pech, wenn wir uns hier richtig geil mit den Williams duellieren können. Das ist eine gute Ansage, 5 Runden. Ich denke mal, dass Ricardo wieder 2 Stops macht. Also der Red Bull würde mich auch extrem reizen, alleine schon wegen dem Reifenverschleiß. Boah, du denkst, du kannst Gas geben in der Kurve und dann meint er es also mal sowas von der Masse Untersteuern reinzuwürgen, so dass du echt am Kurvenausgang schon Probleme bekommst. In der Kurve weniger, da geht's. Alter, neuer frischer Reifen, also ich fahr mal hier gleich weg. Hamilton fährt auch noch weiter. Die fahren alle noch weiter. Da habe ich extrem schnell runtergeschaltet. Da war die Drehzahl eigentlich immer viel zu hoch. Als 51,4. Wie sollte er jetzt wieder... Ah ne, der hat verloren im letzten Sektor. Ich wollte schon sagen, aus 8 Sekunden wurden jetzt schon 5. Das ist schon viel. Ja, Austin ist gewesen bei mir. Oh, ich schon Mexiko. Ein paar Worte zu USA könnte ich jetzt eigentlich mal kurz loswerden. Aber wirklich nur kurz. Das ist in meinen Augen bisher beste Rennen der Saison.
noch das beste, spannendste gewesen, weil die Teams einfach nicht genau wussten, wie lange halten die Trockenreifen. Das fand ich so, das fand ich, das hat wie diesen alten Flair gehabt. Früher wusste man zum Beispiel auch nicht einfach, wie lang. Zu diesem Zeitpunkt haben wir etwa 70 Kilogramm Benzin an Bord. Noch 70 Kilogramm bis zum Ende des Rennens. Wie lang fährt denn jeder den ersten Sinn wegen dem Benzin? Das wusste man früher auch nicht. Deswegen fand ich das jetzt zum Beispiel sehr, sehr schön, das Rennen. Das hatte einfach was. Tolle Zweikämpfe auch. Einfach mal um den ersten Platz. Das war auch mal was wert. Also Red Bull, also wenn zwei unterschiedliche Teams einfach vorne sind, macht so ein Rennen einfach viel mehr Spaß als ein Team-Intender Fight, zum Beispiel Hamilton und Rosberg. Wo man hätte schon denken können, dass nach der ersten Kurve eigentlich das Rennen schon wieder gelaufen sei. Aber Pustekuchen, der Red Bull lief extrem gut bei Mischwaschbedingungen. Warum hole ich jetzt schon wieder nichts auf? Oder nur so schwach hole ich jetzt gerade auf. So, die Führenden sind jetzt auch gerade in die Boxengasse abgewogen. Bei Ferrari machen sie sich für einen Boxenstopp bereit. Einer ihrer Fahrer kommt rein. Raycon liegt jetzt in Führung. Okay, also es wäre dran gewesen. Ich hoffe, der sieht mich. Weil ich sehe ihn, ja. Okay, Vettel haben wir geschafft, dass der hinter uns bleibt, aber nicht lange. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Du bist in Sektor 1 wesentlich schneller als dein Vordermann. Du bist schneller in Sektor 1. Ich bin überall schneller. Ist das da vorne ein Mercedes? Tatsache. Ich habe eigentlich gesagt, der dritte Gang ist ja auch am Anfang des Rennens besser. Die Benzinlast beträgt nur etwa 75% des Startbenzins. Passt doch. 75%. Passt haargenau. Ja, Ricciardo hat tote Reifen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich muss Ricciardo so schnell wie es geht kriegen. Oh, das fällt mir jetzt, glaube ich, nicht gerade schwer. So, vorbei. Ja, der kaputte Reifen. Fahrer vor mir. Rosberg vor dir. Der Abstand beträgt 2 Sekunden. Noch 34 Runden. Na gut, 3,5, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo du die 2 Sekunden hernimmst. Jetzt verliert zum Beispiel Vettel gegen Ricciardo viel. Aber Ricciardo wird jetzt durchgereicht. Also, neue Reifen sind hier deutlich schneller. So, mal schauen, was mit Raikön ist. Der hat noch eine Runde länger gewartet. Und Hamilton auch. Gut, die fanden aber auch 3 Stops. 11. Der Wagen hinter dir hat gerade Options aufziehen lassen. Alles klar, so fährt er mit Options unterwegs. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit den Reifen bekommst. Ich glaube, Raikön und Hamilton, sie sind beide auf Primes gefahren und dann eine gute Speed gehabt. Gerade der Hamilton am Anfang. Fahrer hinter mir. Vettel liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Noch 33 Runden. Ja, ist nicht viel. Auf jeden Fall nicht viel. Bei Austin war ich stehen geblieben. Hier sehr, sehr enge Kurven. Also so eine Highspeed-Strecke mit dem Bus in, das macht einfach schon ein bisschen mehr Spaß. Also wird Monster ein heiliges Fest werden. Ich warte immer noch auf meine erste Pole-Position. Hier könnte ein Monster halt wirklich fallen. Das Auto fängt so frisch an mit dem Unterstellen der Kurve. Das ist krass. Oh, das war ein bisschen zu spät. Fahrer vor mir. Rosberg liegt vor dir. Der Abstand beträgt 3 Sekunden. Noch 33 Runden. 3 Sekunden? Nee, der beträgt 4,2. Ist jetzt aber nicht die Welt. Aber Vettel macht hinten Druck. Die Vorderräder bauen jetzt schon wieder Boxenstoppfenster. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Oh, das geht noch. Also 4. Okay, da ist jetzt gerade, ich glaube, ein Ferrari ist da abgebogen.
Oder auch nicht? Sah das nur so aus? Sind ja eh nicht unser Gegner. Da ist jetzt auch komischerweise mein Heck gekommen. Aber nur minimal, deswegen bin ich nach links abgedriftet. Ich denke mal, dass ich auf Dauer einen Ferrari schlagen kann. Obwohl der nicht mehr ist, der nicht mehr als ich. Also von reinem Topspeed her. Geht das wirklich nur da? Das schließt sich sogar auf Rosberg sogar auf. Ich habe echt nicht gesehen, dass der Hamilton auf Prime unterwegs ist. Und beim Kimi bin ich mir da auch nicht so ziemlich sicher gewesen. Aber ich wusste, ein Ferrari ist auf den Primes. Die Frage ist gar nicht, werde auf Renndauer hinter mir halten. Also ich lenke ja auch ein bisschen zu viel ein, das hört man auch. Aber was soll ich in der Kurve machen? Och Gott, och Gott. Ja, da war die Tür sperrenweit auf für Sebastian. Heißt aber nichts. Wir haben gesehen, dass wir auch gegen den Ferrari da kontern können. Boah, der fällt mir in der Kurve ja schon so viel weg. Aber wenn ich den Windschatten noch spüre, macht das gar nichts. Ja, den spüre ich noch. 350 haben wir gleich drauf. Da warte ich lieber oben nach Eau Rouge. Da kriege ich ihn wieder. Passt auf. Ausgesetzt, mein Heck kommt jetzt nicht so aggressiv jedes Mal rum. Den kriege ich wieder. Den Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Noch 31 Runden. Nee, jetzt liegt Bottas hinter mir. Fahrer hinter mir. Bottas liegt hinter dir. Der Abstand beträgt über 15 Sekunden. Okay. Noch 31 Runden. Boah, da verbremse ich mich wieder so extrem. Ist das die Nervosität? Oder war das jetzt einfach nur dieser DRS-Überschuss? Der war natürlich jetzt auch richtig heftig. Also Bottas ist schon mal Sechster, aber der hat ordentlich Rückstand. Aber über 15 ist es auch nicht die Welt. Alter Schwede. Vorne rechts, der fängt nur hier an zu überhitzen. Das mag der gar nicht. Und ich auch nicht. Ich denke mal nicht, dass es jetzt hier anfängt zu regnen. Das 6,8. Also Bottas, der müsste sogar noch auch schneller fahren als ich momentan, weil wenn der auf, der ist nur über 15 Sekunden, das heißt nicht über 20, also zwischen 15 und 20 heißt das in der Regel. Bauen schon jetzt wieder extrem stark ab. So, wenn wir eine Runde 17 reinfahren, dann könnte ich hier getrost, glaube ich, sagen, dass wir wirklich 3 Stop auch fahren können. Boxenstoppfenster. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich nächste Runde. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 30 Runden bis zum Ende des Rennens. Ja, mit 10 haben wir auch schon mehr ein bisschen gespannt, also es läuft momentan. Also Position 5 ist das Ziel. Ja, aber wenn wir hier einen Ferrari schlagen, umso besser. In die BC sehe ich ja eh kein Land. Hamilton hat gerade die Führung übernommen. Ist der Raikkonen jetzt aufgeschlossen auf dem Hamilton? Obwohl, die waren beide schon drin. Der einzige, der noch nicht dran war, war Raikkonen. In dem Fall. Ja, aus der Kurve kommen sie auch besser raus. Also wie langsam muss ich die Kurve jetzt noch anfahren?
Aber hier merkt man das auch schon wieder, dass die Reifen so am Arsch sind. Das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl. Das ist auch so ein kleiner Nachteil, den der Force India hat. Der Reifenverschleiß. Bei Mülkenberg merkt man das nämlich auch extrem. Dass der auch immer einen Stop manchmal mehr machen muss. Oder eigentlich immer einen Stop mehr machen muss als die direkte Konkurrenz. Jetzt wird Vettel wissen. Also in der Kurve kenne ich, dass der äußere nachgibt, nicht der innere. Ich glaube, Raikön an der Box. Also 15 Runden ist viel. So, aber er hat natürlich jetzt die besseren Reifen und ich kann mich schon nicht mehr gegen Vettel wehren. Raikön haben wir wieder bekommen. Da hole ich ein bisschen was raus. Aber der Mercedes-Motor, der ist so OP. 60 Kilogramm Benzin übrig. 60 Kilogramm, das ist nicht mehr viel. 50 ist die Hälfte. Obwohl, ne, die haben mir weniger reingetan als 100. So 95 oder... Irgendwas mit 90, aber nicht 100. Also sind wir schon bei dem Punkt angelangt, wo die Reifen extremst abbauen. Boxenstoppfenster? Dein Boxenstoppfenster ist offen. Boxenstoppfenster ist offen. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 29 Runden. Muss ich hier auf eine 4-Stop-Strategie umpolen? Dann muss ich ja gegen die Williams covern. Und mich vom Vettel jetzt ignorieren. Ach komm, ey. Okay, der sagt mir Boxenstopp. Das ist ein bisschen kacke, dieser Reifenverschleiß. Aber nur vorne, hinten, der ist harmlos. Vorne ist das Problem. Aber wie gesagt, Platz 5 peile ich auch nur an. Aber das ist viel zu früh eigentlich. Die Kalko nehmen wir mit 4. Bei Runde 9 und 10 und dann bei Runde 20. Wir sind jetzt in Runde 17. Das schafft der Prime am Ende halt nicht. Das müsste, wollte ich gerade sagen, das müsste noch neuer sein. Nach meinem Kenntnisstand. Okay, wir können mit dem Reifensatz hier mal soeben ein bisschen Benzin verbrennen. Sobald der nämlich Temperatur, dann heißt es mal mit dem. Den Reifen, das können wir quasi jetzt vernichten. Boxenstoppfenster. Ein Boxenstoppfenster öffnet sich in 8 Runden. Beim nächsten. Genau, die Kalkulieren jetzt auch schon mit 4, okay. Noch 28 Runden. Also, wir kalkulieren mal hier mit 4 Stop. Hab ich das eigentlich so gesagt im Training? Paragraph vor mir. Theoretisch müsste ich halt jetzt diesen ganzen Vorsprung auf Vettel erstmal wieder aufholen. Beziehungsweise den Rückstand, den ich habe, den müsste ich auf Vettel jetzt eigentlich ganz schnell so deutlich verkleinern. Nur halte ich nicht für möglich. So, weil ich auch nicht so wirklich Erfahrung habe mit dem vorderen Feld. Also das ist ja das Problem. Bald sind wir genau im Sollbereich. Schalte möglichst bald den Motor runter. Mit Prime werde ich dann echt Benzin sparen. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. 9 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 28 Runden. Also Ricardo, der kann uns ja nicht mal das Wasser reichen. Also das wird auch im Monster dann der Fall sein. Aber wir müssen trotzdem jetzt versuchen. Aber wir holen nicht so viele Punkte auf. Auch nicht auf die beiden Williams. Weil viel passiert ja leider nicht, also kollisionsbedingt. Das finde ich halt so ein bisschen schade, weil Spa lädt eigentlich auch zum Überholen ein und damit ist die Kollisionsgefahr eigentlich gegeben. Und sind immer noch nach vorne gestellt.
Und da merke ich leider wenig. Also wenn ich zwei Boxen aber Ricciardo aufhole, dann ist es echt nicht schlecht. Dann sieht man hier, dass man hier wirklich nicht so viel Zeit verliert und dass Ricciardo extrem langsam ist. So wirklich was auf Raikkonen und ich jetzt natürlich nicht. Auf der Fall natürlich auch mit ziemlich frischen Options gerade. Deswegen mit Prime gestartet. Auf Monza bin ich gespannt. Da müssen wir mal schauen im zweiten Sektor, wie das da auch abläuft. Teamkollege an der Box. Hülkenberg, der fällt auch schon in Runde 18 wieder rein. Also das sieht man auch, dass mein Reifenverschleiß eigentlich nicht viel, viel höher ist als von meinem Teamkollegen. Nur dass der Wagen so viel frisst. Jetzt ist Hamilton auf der 4. Überrundungen sind ja auch vielleicht eigentlich kein Thema. Deswegen wundert es mich, dass der jetzt auf der 4 ist. Nicht, dass der jetzt irgendwas hatte. Doch, er hatte, glaube ich, irgendwas. Weil das ist, glaube ich, ein Mercedes da vorne. Ja, Hamilton hat irgendwas gehabt. Ich tippe mal bei einer Überrundung. Die Mercedes-Crew macht sich für einen Stop bereit. Wir wissen noch nicht, welcher Fahrer reinkommt. Hamilton ist gerade drin. So, damit erbe ich natürlich den vierten Platz. Aber Hamilton wird ein anderes Tempo natürlich an den Tag legen als jetzt die beiden Ferraris. Der wird sowas von wieder durch das Feld fliegen, regelrecht. Oder hat er sich mit Rosberg angelegt? Aber irgendwas war da. Also das sehen wir aber auch schon wieder häufiger ein bisschen. Ja, aber klar. Das war klar. Ja, die überrunden. Benzin ist auf optimal. Fahrer hinter mir. Hamilton liegt hinter dir. Der Abstand beträgt 11 Sekunden. Noch 26 Runden. Noch bauen die Reifen nicht ab. Obwohl die vorderen zeigen schon wieder leichte gelbe Erscheinungen. Die laufen quasi an. Ach, sorry, ey. Was ist denn das wieder mal? Also diese Rechtskurve, die finde ich im Vergleich zu den Vorgängern extrem schwierig hier anzufahren. Fahrer vor mir. Raikkonen liegt vor dir. Der Abstand beträgt 14 Sekunden. Weiter, du holst auf. Noch wie viele Runden sind. Verschweigst du mir jetzt auf die Dauer, okay? Hast aber nicht lieb, Chef. Sobald wir wirklich so einen gelben Touch haben, dann fahren wir auch nicht mehr wirklich gute Rundenzeiten. Und dann ist es vorbei, wo ich mich wirklich steigern kann. Das ist, glaube ich, eine Tatsache, die mir ja in dem Spiel am meisten, oder die mich nicht so konkurrenzfähig macht. Im Allgemeinen. Dass es hier einfach so viel Untersteuern generiert. Das gesamte Spiel, egal mit welchem Wagen man fährt. Weil das ist nicht mein Gebiet. Ich habe lieber echt das Übersteuern. Das war zum Beispiel in 2014 eher der Fall. Es sind 50 Kilogramm Benzin übrig. Wo ich daran denke, dass ich eine extrem starke Traktion immer hatte, aber auch Untersteuern in den schnellen Kurven. Aber hier ist es irgendwie so Mischmasch. Mal hast du richtig Untersteuern, dann kommt das Übersteuern. Also hier die richtige Balance zu fahren, finde ich auf jeden Fall schwerer. Gerade in schnellen Kurven, da merkt man es deutlich. Als im Vorgänger. Gut, dass ich da jedes Mal weit raus fahre, haben wir schon gesehen, das kostet Zeit. Da gewinne ich gar nichts, da verliere ich nur. Da verliere ich Reifen und da verliere ich Zeit. So, Stevens jetzt vor mir, der kriegt jetzt mal blaue Flaggen geschwenkt. Fahrer hinter mir. Hamilton hinter dir. Der Abstand beträgt 9 Sekunden.
Also noch nicht mal Halbzeit. Also wenn ich jetzt erst reingekommen bin und jetzt erst frische Options aufgezogen hätte. Dann wäre das ein anderes Thema. Wo ist jetzt Vettel? Warum ist Rosberg jetzt 23 Sekunden weg? Jetzt checke ich gar nichts mehr. Du verlierst pro Runde eine Sekunde auf Hamilton. Ja, der legt hier eine schnellste Runde nach der anderen. Aber ich fahre ab einer 1:51,2. Bin also nicht ganz so weit weg. Es müsste eine Ferrari-Doppelführung eigentlich sein. Die nächste Überrundung in Form eines Marussias. Okay, jetzt sind es noch 10 Sekunden auf Rosberg. Also momentan fahren wir ein extrem starkes und schnelles Tempo. Also ein bisschen schneller zum Beispiel als Rosberg. Klar, der macht natürlich jetzt einen Stop weniger. Ich bin gespannt mit dem Prime-Reifen. Das ist die Wundertüte. Oh Gott, das Unterschreiben fängt ganz plötzlich an in der Kurve. Es gibt einen Punkt und dann fängt er an. Und dann ist einfach zu spät zu reagieren. Wobei ich bestehen geblieben bei Austin war ich eigentlich. Da wollte ich eigentlich komplett drauf eingehen. Auf das Rennen. So, jetzt muss ich Mary hier vor. Mary muss mich jetzt hier vorbeilassen. Jetzt merke ich schon das Untersteuern durch die verwirbelte Luft. Raikön führt, dann Vettel, dann Rosberg. Wieso ist jetzt Vettel auf der 3? Jetzt checke ich wieder nichts. Ist jetzt der nächste abgewogen? 51,9. Okay, das beantwortet meine Frage. Also gewonnen und zerronnen habe ich hier nichts gegen ihn. Mal schauen, wie schnell Hamilton von hinten kommt. Der muss natürlich auch einen Boxenstopp mehr machen. Motorentechnisch liegen wir gleich auf. Kannst du mir mal irgendein paar Infos zu Vettel geben? Aber ich glaube, der fährt nochmal Options. Gut, der Stint bei denen auf Prime ist deutlich länger. Boxenstoppfenster. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options. Das ist dann der letzte frische Option. Beziehungsweise frisch wird der nicht mehr sein. Der wird angefahren sein. Das wird wahrscheinlich der aus Q1 dann sein. Das muss der aus Q1 sogar sein. Bei den einigen Q3 gehen wir ja quasi ab. War ich die ganze Zeit auf Fett? Ah, okay. Nur als Hinweis, wir rechnen damit, dass der Grip deiner Reifen jetzt allmählich merklich nachlässt. Dieser Satz sollte aber noch eine Weile durchhalten. Rosberg dreht auf. So, fällt natürlich jetzt mit neuen Reifen eigentlich deutlich schneller. Zwei Runden bis zum nächsten Boxenstopp. Wir ziehen dir die Options auf. Man sollte da eigentlich nicht zu hart rüberfahren über den Körper. Übrig. Noch 50%. Wieso sagst du mir 50 und ich habe Minus da stehen und wir haben die Hälfte schon drüber? Und ganz genau die Ansage stimmt auch nicht immer. Treibschraff? Ja, ist mir schon bewusst, weil wir fangen eigentlich wieder direkt an, das auszugleichen. Weil auf den neuen und auf den angefallenen Option werde ich nur vielleicht 2 schnelle Runden wirklich hinknallen können. Und das ist der Ansatz auch schon wieder halb tot. Was sind denn die hier in echt gefahren? 3 Stop, oder? Ja, gar keinen Schwung geholt. Ja, Vettel werde ich nicht halten können und schwupp ist er gleich vorbei.
Ja, es ist ein gutes Recht, mit der die Tür zuzuhauen. Aber ich habe das jetzt so nachgegeben, bewusst nachgegeben. Fahr rein hinter mir. Okay, also er hat jetzt 4 Sekunden aufgeholt, laut meinem Renningenieur. Ja, und Vettel ist weg. Ja, es sind nämlich nur noch 4 Sekunden. Ha, 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 wo sind deine 7 hin? In der Theorie muss doch Raikön... Musst du die auch noch zweimal rein? Oder muss er nur noch einmal rein? Boah, gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es jetzt leider nicht. Das weiß ich jetzt leider echt nicht. Der Raikön noch zweimal rein. Einmal hat er gewechselt. Weil ich muss auch noch zweimal rein. Aber die Speed hier, die ist erfreulich im ersten Sektor, weil das ist echt ein guter Monstervergleich. Da geht es nämlich nur geradeaus. Ich glaube, aber gut, da glaube ich, fahre ich einen Flügel 2-2 wegen dem Mittelteil. Aber wegen dem Mittelteil muss ich dann aufpassen in Monza. Zurück zu Austin Grand Prix, da können wir jetzt echt mal langsam anschneiden. Oh, ich spare mir das ja grundsätzlich immer für den letzten Stint auf. Ja, so muss man die Kurve nehmen. Wirklich langsam rein. Und dann früh hoch. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier in McLaren geworden bin. Ich glaube, 8er, oder? Ich glaube, ob dann fing das an mit der mit der Siegessträhne. Mit dem McLaren. Also in Mexiko lag uns ja auch schon die erste Sektor. Der wird uns, glaube ich, noch mehr hier liegen mit dem Vorsitzenden. Da geht es mir nur geradeaus. Da war ich ja schon in McLaren auf gleicher Höhe mit den Top-Leuten. Wie wird denn das im Force India werden? Wenn ich da 15. schneller fahren. Im ersten Sektor. Oder vielleicht so fast eine Sekunde. Bin ich mal gespannt drauf. Oh, da kommt schon der mitten. Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Also wenn ich mit den angefallenen Runden gleich in 7 Runden fahre. Wenn ich mit den nächsten Reifen 7 Runden fahre, dann sind wir in Runde 33 und dann mit Prime. Das geht auf, ja. Mit dem Prime wieder Benzin sparen, ja, das ist optimal. Vom Podium müssen wir uns verabschieden. Gut, wenn das Rennen jetzt, obwohl, wenn das Rennen jetzt 50% gedauert hätte, hätte ich das auch nicht geschafft. Meine Bestform ist halt am Anfang des Rennens und die nimmt dann wirklich mit dem Force India. Je länger das Rennen dauert, umso mehr Nachteile merkt man das Force India an. Oder das Mittelfeldauto, man muss nicht auf den Force India beziehen. Ja, Reifenverschleiß ist zum Beispiel ein Thema, das merkst du wirklich mit dem Ferrari, merkst du es kaum. Gerade in der Profisaison, da fahre ich sogar noch ohne Anzeigen. Da fällt es mir wirklich immer schwerer, zu sagen, wo ist wirklich dieser Punkt quasi, wo der Reifen wirklich tot ist. Oh, Mercedes-Motor gegen Mercedes-Motor, Mager gegen frischen... Das hat uns jetzt beide extrem viel Zeit gekostet. Weil ich bin jetzt da auch auf die Bremse gegangen. Oder von den Eisen gegangen. Meine Box einfach ist auch ganz tricky hier. Nächster Boxenstopp, der vorletzte. Also vorne muss schon was passieren. Also, man hat 4 Reifensätze. Jetzt seht ihr den Beweis. Du hast noch einen Boxenstopp.
Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Und wir haben jetzt schon... Okay, Bremsen und Reifen sind kalt. Versuch mal, sie auf Temperatur zu bringen. Bremsen und Reifen wärmen. Eigentlich müssten die Bremsen viel zu heiß sein. Weil die überhitzen eigentlich jedes Mal, wenn du in der Boxengasse bist. Weil die kriegen ja keine Fahrtkühlung. Und deswegen überhitzen die eigentlich immer in der Regel. Wir haben die auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Sollte mich doch noch mal ein bisschen vom Ricciardo absetzen. Boxenstoppfenster. Dein Boxenstoppfenster ist in 7 Runden geöffnet. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Auf 19 Runden. Aber das find, eigentlich braucht man ja echt keine Rennstrategie mehr einstellen, weil das Team, das rechnet das wirklich vor und das rechnet dir wirklich die beste Strategie aus. Also das braucht man jetzt als, also auf fahrerischer Seite nicht mehr machen. Das musste man ja in 2014, musste man ja selber grübeln. Was ist die beste Strategie? Das muss man hier wirklich sagen, das hat das Spiel wirklich auch gut umgesetzt. Dass man sich da eigentlich keine Gedanken mehr drüber machen muss. Man muss nur sein Renningenieur, ne? Boxenstopp, wenn es bald offen, fahr bald rein. Wir wissen schon, was das Richtige ist. Und das stimmt ja wirklich so. Weil ich hätte es nicht anders gemacht. Oder fast nicht anders. Vielleicht wäre ich jetzt nur eine Runde länger gefahren. Wahrscheinlich eher nicht. Hülkenberg schon wieder in der Box. Ja, aber selbst wenn er nochmal reinfällt, ich muss ja nochmal rein. Ich muss mir noch die ungeliebten Primes holen. Oh, da kommt gerade Hülkenberg, also haben wir ihn auch überrundet. Da sind wir auch 4 Stops. Werden wir auch am Ende sehen. Wir, glaube ich, wir sind die Einzigen, die 4 Stops fahren müssen. Okay, wir haben jetzt über die Hälfte unseres Startbenzins verbraucht. Wir sind bei 40% Benzin. Wetterbericht. Alles klar. Wichtig ist, dass ich mich jetzt von Ricciardo lösen kann. Ich habe vorhin gesehen, dass es quer auf der 7 liegt. Das wird mir auch gefallen. Wenn wir 5. werden und zum Beispiel ein Bottas wird nur 8. dann holen wir 10 und er holt 4. Wir holen aber nur 6 Punkte auf. Das ist nicht die Welt. Aber wir holen Punkte auf. Man konnte sich aber ja schön duellieren mit der KI hier. Auch keine großen technischen Probleme. Sogar dass die Speed von den Mercedes mithalten konnte am Anfang, lässt mich echt positiv stimmen für Monster. Das muss ich echt mal sagen. Das lässt mich richtig positiv stimmen. Kurzes Update zu deinem Auto. Die Reifen sehen sehr gut aus. Momentan musst du dir keine Gedanken wegen der Abnutzung machen. Du hast 4 Sekunden Vorsprung vor deinem Hintermann. 4 Sekunden. Ja, die fangen jetzt schon wieder an abzubauen. Was man vielleicht ein bisschen ankreiden kann, ist, dass die Primes nicht viel, wirklich viel länger halten, aber extrem viel langsamer sind. Das ist echt ein Phänomen, was ihm auch schon aufgefallen ist. Hamilton verliert pro Runde etwa 5 Zehntel auf dich. Bei der 51er-Zeiten noch. Du ziehst Ricardo davon, deine Rundenzeiten sind etwa 2 Sekunden schneller als seine. Ich fahr fast wieder Qualifying Speed 50,9. Trotzdem hätte die WM-Ausbeute natürlich bis jetzt ein bisschen besser sein können. Das muss ich auch mal dazu sagen. Aber das große Chaos, das blieb ja bis auf Monza immer aus. Ich muss gerade überlegen, wann kommt das Video raus? Donnerstag, nächste Woche, Mittwoch, nächster Livestream, 5. Siegerrennen. Ich weiß jetzt gar nicht wo, ich glaube Ungarn. Lass mich nicht lügen, Ungarn. Ich weiß es echt nicht. Also morgen. Morgen ist ja der nächste Livestream, da ist dann USA, aber das seht ihr, das ist ja schon alles erledigt. Das ist schon alles erledigt, wenn ihr das hier seht. Rosberg fährt schon 49er Zeit. Also, so weit weg bin ich gar nicht bei denen, ja. Wenn
Wenn ich so an Kanada denke, Kanada hat auch weniger Kurven gehabt und hat auch mehr Topspeed-Passagen gehabt und auch eine Schikane. Und Monster hat ganz viele Schikanen. Und Schikanen sind auch grundsätzlich so ein kleines Problem der KI. Also, da ist was drin. Also Monster muss ich nochmal voll attackieren. Singapur kommt als nächstes rein. Singapur wird wieder so ein bisschen Monaco-Feeling geben. Weil es mal komplett nicht für den Fuss in der gebaut wurde. Einige fragen auch noch nach der Bianchi-Saison. Ich komme momentan einfach nicht dazu. Beziehungsweise das Projekt hier allein, das frisst ja schon so viel Zeit. Ich habe mir überlegt, ob ich die erste Bianchi-Saison komplett aufnehme und euch sie dann zeige. Weil das frisst Zeit und dann habe ich quasi noch ein drittes Fahrzeug. Die einen wollen die Bianchi-Saison sehen, die anderen wollen die Profi-Saison sehen, die anderen wollen die Karriere sehen und boah. Also das ist einfach bitte mal gedulden, ja. Das ist viel Input und viel Output, was ich wieder machen muss. Und ich habe auch noch ein Privatleben. In Anführungszeichen. Ja. Beziehungsweise eine 8 Stunden Arbeit. Also letzte Woche war das so, Montag bis Freitag arbeiten, 8 Stunden. Und dann meistens noch 1-2 Stunden Render und dann meistens auch noch, ja, so circa 2 Stunden Aufnahmen. Und das sind dann, das ist ein Arbeitstag von 11-12 Stunden. Du bist platt. Da bist du einfach dann nur platt. Das reicht dann auch dann einfach. Wenn ich hier so ein Rennen aufgenommen habe, das reicht. Vielleicht nehme ich gleich noch Training und Qualifying auf. Muss ich mal schauen, ob ich da noch richtig Lust zu habe. Dann hänge ich das auch noch hinten dran. Weil dann ist das Rennen wieder in 2 Tagen Rhythmus. Okay, kurzes Benzin-Update. Es sind noch 30 Kilo übrig. Wir haben noch 30 Kilogramm Benzin. Aber dann habe ich schon... Also mit dem Video habe ich hier quasi eine Woche... Also 9 Tage Vorsprung wieder. Das ist ja nicht gerade wenig. Ja, bin ich mal jetzt bei dir. Da muss man eigentlich auch ein Gefühl für entwickeln, finde ich. Wie viel Sprit kann ich wirklich am Anfang des Rennens raus, sondern kann ich wirklich bis 3,0 runterziehen oder sogar bis 4,0. Könnt ihr auch einer mal schreiben, Schreiberlehrling hier. Wann, wie sieht es hier mit dem Benzin aus? Man kann es ja einfach rechnen, man geht ja, man macht ja 0,000 am Anfang. So, man fischt gerade aber mit 0,1, weil ich ja schon am Anfang Gas gebe. Logisch. Und dann muss man also bei 0, okay, da muss man echt mal schauen. Dass sich die Abnutzung der Reifen allmählich bemerkbar machen wird. Für den Moment ist noch alles in Ordnung. Aber du wirst sehen, dass die Haftung nachlässt. Und da muss mal einer, also das wäre echt mal super, wenn das einer mal machen könnte. Ja. Einfach mal aufschreiben, obwohl bei dem Rennen ist es ein bisschen schwierig, weil ich sehr viel auch umgeswitcht habe zwischen Fett, Standard am Anfang. Meine Erfahrung hat gesagt, am Anfang will ich das Benzin rausknallen und am Ende sparen. Am Ende ist das Feld natürlich auch schon so weit auseinandergezogen, dass man sich doch nicht mehr wirklich groß wehren muss. Fahrer hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. Etwa 20 oder mehr Sekunden Abstand zwischen euch. Es sind jetzt noch 15 Runden. Ich denke mal, Ricardo wird gegen die Venoms halten. Ob Kwiat das hält, ist die andere Frage. Boxenstoppfenster? Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Aber die Reifen haben jetzt nicht lange gehalten. 15 Runden. 7 Runden halten die jetzt hier nicht. 52er nur noch. Helmet war in der Box. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Aber der fällt jetzt durch. Fahrer vor mir. Oh, das war's reich. Jetzt müssen wir kurz gucken. 30 plus, genau, 30 plus. Euch. Noch 14 Runden. 14 Runden ist hier nicht viel. Allgemein 44 Runden ist hier nicht viel. Aber bei 2 Minuten zieht sich das dann doch schon hin. Aber man hat hier keine halbe Stunde. Das kommt hin. Also schneller Grand Prix.
ist auch eher ein Grand Prix, wo wirklich die Hinterräder jetzt nicht so stark belastet werden, weil man wirklich wenig aus langsamen Kurven heraus beschleunigt. Buschkopf-Schikane, erste Kurve gehört dazu, dann vielleicht nur die dritte Gangkurve und alles darüber ist ja dritter, vierter Gang, was ich rausbeschleunige. Hat mir irgendjemand einen Tipp, wie man diese schnelle Links am besten anfährt? Vielleicht fahre ich die im fünften Gang besser an, im vorsten, ja, fahre ich die im sechsten Gang besser an. Wie weit muss ich da am Eingang runter sein, von der Geschwindigkeit her? Das sind wieder so Fragen, die mich werden sollen, das Rennen immer noch beschäftigen. Auch hier. Fünfter Gang, muss man aufpassen am Ende. Vettel auf der 3 immer noch kein Fahrzeug ausgeschieden. Und das Regenchaos bleibt hier auch aus. Ich muss noch zwei Runden, glaube ich, fahren, oder? Boxenstoppfenster. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich. Übernächste Runde, ja. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Prozent und 50% Rennen ist ja auch ein Unterschied. Bei 50% kannst du nicht so viel verlieren wie bei einem 100% Rennen. Aber 50% Rennen mache ich ja gar nicht hier wirklich. Bis auf die Liga. 50% Rennen ist ja nur die Liga. Sonst hatte ich immer, glaube ich, eine Saison in den Vorgängern, wo immer irgendwo auch 50% dabei war. Die Korbsaison ist ja hier komplett entfallen. Ich glaube auch, selbst wenn 2016 wieder Korb hat, ich glaube, ich mach's nicht mehr. Ich glaube, ich mach's dann echt nicht mehr, weil ein Jahr Pause und dann wieder Korb anfangen. Nee, es ist nicht. 25 Kilo Benzin auf 25 Kilo. Ich denke mal, 2014 war das letzte Mal mit Korb. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die es wieder einbauen. So, Hammett, wenn ich gleich vorbeilassen, beziehungsweise ich verbremse mich hier gleich, dann ist er dann vorbei. Ja, du musst mir den Platz lassen. Also hier muss ich sagen, ihr kapiert die KI, wo sie wieder Platz lassen muss und wo nicht. Zum Beispiel, hier kann sie zum Beispiel nicht reinstechen. Da habe ich jetzt mit Absicht nachgegeben. Ja, er war schon neben mir. Außerdem macht es keinen Sinn, mich gegen einen Hamilton jetzt zu wehren. Boxenstoppfenster ist jawohl. Das Boxenstoppfenster ist offen. Wo nochmal so ein Angriff gegen Hamilton? Oh, das wäre nochmal schön nice. Wer kommt denn da raus, Alonso? Der gibt mir auf jeden Fall DS, wenn ich. Oh ne, glaube ich, gibt der mir keins. Guck, ob ich Hamilton attackieren kann. Alter, ich spiele das DS noch. Alter, ich spiele den Windschatten immer noch. Boah, 368! Schafft der Mercedes 370? Ist das echt sein Limit? Oh mein Gott. Ja. Das wird lustig werden in Monster. Also 370 im Windschatten? Schkazi ist ja noch deutlich länger dann. 370 ist nicht übel, ey. Aber ich glaube nicht, dass die Formel 1 jemals die 400 erreichen wird. Das ist ja zu unsicher. Du hast 28 Sekunden Vorsprung vor deinem Hintermann. Versuch, den auszubauen. Ein paar Renner mehr, wie viel waren es? Naja, Wetter wollte ich nicht wissen. Fahrer hinter mir. Ricardo hinter dir. Der Abstand beträgt etwa 20 plus Sekunden. 20 plus. Noch 12 Runden. Ja, genau, noch 12 Runden. Also wir werden jetzt reinfahren. Und mit den Primes dann durchfahren.
Ricciardo, der auch Krebs Ricciardo kommt, das dauert ja wirklich noch. Bottas ist Erzieher. Okay, der ist auch schon fast über. Also Bottas werden wir dann doch mehr aufholen als gedacht. Hat er sich auch wieder in irgendeine Kollision verstrickt. Mit Maldonado wahrscheinlich. Ja. Aber das sind die Reifen, mit denen ich mich ja komplett unwohl fühle. Irgendwann auch wieder drin. Was hat denn da jetzt überlappt? Haben sie ja jetzt echt zwei Anzeigen überlappt oder was? Die Reifen dauern dann in der Regel länger, bis sie Temperatur kriegen. Nö, solider fünfter Platz. Eigentlich auch das Ziel, was ich angepeilt habe. Also, Monster würde ich mal sagen. Da palme einfach mal das Podium wieder an. Wie in Kanada. Vielleicht springt auch der Sieg raus. Aber das ist jetzt hochgegriffen. Der Sieg ist extrem hochgegriffen, aber Podium wäre drin. Okay, das Auto sollte jetzt viel leichter sein. Wir haben nur noch etwa 25% Benzin übrig. 25%. Ja, der Prime ist hier aber auch angenehm fahren. Die haben jetzt auch Temperatur. Mal schauen, die halten in der Regel auch nicht viel, viel länger. Jetzt juckt doch noch mein Fuß, ey. Nein. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, wenn so in einem Rennen. Rosberg liegt in Führung. Kennt ihr das, wenn euer Fuß mal juckt? Oh, das ist ganz schlimm. Ja, das ist extrem schlimm. Und das während des Fahrens. Zum Glück gibt es hier viele lange Geraden. Dann geht's noch. Es ist der linke Fuß, es ist nämlich das Bremspedal. Deswegen geht's noch. Das rechte ist da deutlich schlimmer. Mit dem rechten habe ich grundsätzlich nie jucken. Das hat immer das linke, weil das schläft ein. Das ist beim normalen Autofahren nämlich auch so. Aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Genau, die Reifen müssen bis zum Schluss durchhalten. Aber das wären die ohne Probleme. Überrundungen war hier gar kein Thema. Hab mich auch gewundert, wenn die mich hier überrunden. Na gut, das sind Skat-Kollisionen. Der Skat fand ich eigentlich relativ schlecht, muss ich sagen. Also von den Drehzahlen her. Vielleicht war es nicht so viel Respin, deswegen ging es noch. Vielleicht haben wir deswegen den Raikön am Skat bekommen und nichts verloren, aber der Weg zur ersten Kurve war auch nicht lang. Das ist ein Monster zum Beispiel wieder komplett anders. Da werde ich, glaube ich, so viel wieder verlieren. Dass es dann am Ende des Rennens knapp werden könnte mit dem Podium. Da muss ich einen echten guten Skat hinknallen. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 20 Kilogramm übrig. 20 Kilo. Morgen Liga-Rennen. Ein bisschen freue ich mich drauf, aber ein bisschen auch nicht, weil Austin ist einfach nicht so meine Strecke. Da kommt mal wieder das Unterskörns so zusammen. Und ich werde schon wieder sehen, wenn die wieder meine Meisterschaftssaison sehen, dann geht da schon Monster, vielleicht Monster-Rennen schon. Gut, ob ich einen Spoiler wiedergebe mit den WM-Skans. Ich bin dann mal gespannt, wie viel diesmal kommen. Also letztes Mal waren es 120 am besten. Ich glaube 119 war das Rekord. Da war der Rekord. Und da bin ich ja mal gespannt. Ob es mehr wird, ob es weniger wird. In der Regel habe ich immer das Gefühl, es wird weniger. Aber ich lasse mich einfach da überraschen. Ricardos Rundenzeiten sind etwa 5/10 langsamer als deine. 5/10 langsamer. Community-Rennen, genau. Community-Rennen ist auch eine Frage gewesen. Hatte ich eigentlich mal per Livestream vor, aber ich denke mal, das mache ich irgendwie nach Mexiko oder vielleicht vor Mexiko, muss ich mal schon am Wochenende, wie viel ich denn hier schon auf Vorrat aufgenommen habe. Dann könnte man darüber mal, dann könnte ich darüber diskutieren. Ich habe es eigentlich letztes Wochenende schon ein bisschen geplant, das aber zeitig jetzt nicht so wirklich funktioniert. Kam mir nicht so zeitig gut in die Quere. Der Gedanke, Alter, was sparen wir denn wieder hier bei einem Benzin? Also auf Mager muss man hier eigentlich
in dem Spiel eigentlich gar nicht fahren. Da muss ich mal schauen. Minecraft war auch mal eine Frage, ob ich nicht mal Minecraft spielen könnte. Minecraft, das reizt mich einfach nicht. Es gibt so viele Minecraft-Let's Player. Warum soll ich mich dann auch noch dazu gesellen? Ja? Also, nee, brauche ich nicht. Ist auch nicht, ist auch ehrlich gesagt nicht mein Spiel. Dieses komische, mit der komischen, mit dieser, ja, PlayStation 1 Grafik oder Nintendo 64 Grafik. Nee, danke. Also, heutzutage denke ich mir schon jetzt mal, oh, ein bisschen Grafik wäre schon nice. Aber mein Gott, das ist ja nur Blocksystem aller Lego. Ja, dass ich auf dem Primes grundsätzlich Zeit verliere, ist mir durchaus bewusst. Fahr rein hinter mir. Ricardo liegt hinter dir. 11 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 8 Runden. Hier merkt man auch wieder so diesen diese riesen Lücke während des Rennens zwischen zum Beispiel Hamilton, also zwischen den 4 Platzierten. In der Regel ist es einer von den Mercedes und von Ferrari. Auf zum Beispiel Ricciardo. Während dieses Rennen ist auch so gigantisch groß. Und dann kommt halt nochmal der etwas größere Abstand. Also von der reinen Spannung her fahren immer die gleichen vorne. Und das ist in Real Life auch so. Im Spiel wünsche ich mir das nicht so ein bisschen. Da wünsche ich mir ein bisschen engere Kämpfe hier vorne. Das hat Goldmund in meinen Augen auch so ein bisschen verschissen. Aber auch wirklich nur ein bisschen. Das hat guck mal, es in den Vorgängern ein bisschen besser hinbekommen. Und wenn ich so Community-Rennen mache, dann muss ich mir das überlegen, wie ich das mache. Also ich habe mir schon überlegt. Ich habe mir so überlegt, wir fahren alle Rennen und das jeweils 5 Runden. Dann heißt, wir haben jede Rennstrecke gesehen. Dann haben wir jede Strecke gesehen, die Strecke gefahren und haben halt einen Weltmeister in einem Community-Rennen quasi. Das wäre auch eine Maßnahme. Wir haben derzeit Benzinüberschuss für nur eine zusätzliche Runde. Schalte bald auf Mischung 2. Halt deine Klappe! Nein! Oh Gott, ey! Wie kann man da Wetterbericht vorausverstehen? Halt die Klappe! Wetterbericht! Obwohl, deswegen vielleicht. Ja. Was kann man noch sagen? Ricardo verliert eine Sekunde pro Runde auf dich. Hamilton, Rosberg, Vettel, Raikkonen. Alles ja. Klar. Och ja, ey. Kann ich ihn auswählen? Nein. Okay. Geht in Ordnung. Was denn? Gucken, ob er eine Antwort gibt. Chef, alles frisch. Ah, das möchtest du auch vielleicht nicht hören. Wollen wir zusammen essen gehen? Wiederhol das bitte, der Funk stört. Ich würde es ja doch so richtig geil finden, wenn es so ein Mod geben würde, echt? Wo man noch so Funksprüche einbaut. Und der gibt dann wirklich Antwort drauf. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn man die Stimme von Chef dann braucht. Ja, das hat ja irgendjemand eingesprochen, die ganzen Sätze. Die wiederholen sich auch jedes Mal. Das ist ja genauso wie mit Heiko Weiser, da muss es ja auch einsprechen. Aber das wäre interessant. Was sagen die Reifen? Der Funk rauscht, was hast du gesagt? Da kommt auch jedes Mal was anderes. Zustand des Autos. Von hier aus sehen deine Reifen noch astrein aus. Sag Bescheid, falls sie zu sehr nachlassen. Ja, jetzt könnten wir mal ein bisschen mit dem Funk spielen. Eigentlich hätte Nia vom Lenkrad weg. Obwohl, hier geht das. Also beim richtigen Fahrzeug würde das Lenkrad immer, wenn ich Gas gebe, in die neutrale Stellung gehen. Auch in der Kurve, also in die. Kann er die Hände nicht die ganze Zeit, weil ich noch schalten muss. Oh.
Ey, der juckt mich alles, ey, das hasse ich ja. Das hasse ich manchmal so ein Rennen, das ist wirklich... Es gibt Rennen, da juckt es immer überall. Es gibt Rennen, wo juckt es nicht überall. Ich kann auch an dem Headset gerade liegen. Das liegt vielleicht ein bisschen unbequem. Alter, schon wieder plus 0,18. Ey, das gibt es nicht. Hamilton 7 Sekunden? War der nochmal drin? Fahrer vor mir? Hamilton vor dir. 7 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 6 Runden. Schade, wir hätten jetzt ein bisschen mehr verlieren können. Na gut, ich habe jetzt das Tempo rausgenommen, weil ich nicht mehr dachte, dass der nochmal reinfährt. Massa? 49,2, wo befindet der sich denn momentan? Obwohl, da ist nicht viel dazwischen, ne? Ich habe ja auch schon wieder meinen Teamkollegen überrundet. Also ich denke mal, Massa wird auf einem guten 8. Platz oder so liegen. 6. Ricciardo. 7. vielleicht quer und dann schon Massa. Bottas, den hatten wir auch schon fast... Den hatten wir, glaube ich, sogar zwischendurch mal überrundet. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. 50,9, mal schauen, wo wir uns da einnisten mit der schnellsten Runde. Aber dieser eine Boxenstopp mehr, der bricht mir das Genick. Aber gegen Ende wären die Ferraris auch schneller gewesen. Fazit zum Rennen. Wie gesagt, Skat war jetzt nicht so berauschend, fand ich jetzt persönlich. Vielleicht war es ein bisschen weniger wüst bin. Dann die paar Duelle mit den Ferraris, aber dann, wo wir diesen extra Boxenstopp einlegen mussten, da war es vorbei. Dann ist es wie ein einsames Rennen gewesen. Bis jetzt. Wird auch so bleiben. Und wir haben quasi das zweite Fenster erreicht. Wir waren nicht auf dem Niveau eines Hamilton, eines Vettels, eines Rosbergs, eines Raikkonens, aber wir waren deutlich schneller als einen Ricciardo zum Beispiel. Ja, und das ist diese nächste große Lücke, die dieses Spiel zu bieten hat. Es gibt eigentlich zwei große Lücken und in die fahre ich meistens rein. Ich muss mal schauen, wie das in der Bianchi-Saison wird, ob das da genauso brutal programmiert worden ist oder ob das ein bisschen ausgeglichener gemacht worden ist. Obwohl ich denke mal, dass damit es noch mehr overpowered ist. Okay, Rosberg hat, glaube ich, nochmal auf weich gewechselt, weil sonst wird jetzt nicht diese Zeiten im Knallen. 48, das war, glaube ich, das ist schon Qualifying Speed, was der da vorne fährt. Und auch Qualifying Zeiten. Gelb vor mir, aber ich bin immer noch bei Vollgas. Da steht jemand. Ein Maldonado, warum wundert es mich nicht? Warum hat mich das jetzt nicht gewundert? Die Frage ist jetzt, mit wem ist er kollidiert? Mit Hamilton schon mal nicht. Schade. Mit den zwei da vorne auch nicht. Oder hat er sich von selber gedreht? Er war auf Position 17, also weit weg. Davon ist wieder ein Marussia, ich denke mal Stevens oder Mary, einer von den beiden wird es natürlich sein. Und davor ist ein McLaren, wie ich auch Alonso. Stevens ist sogar letzter. Ja, die Primes fangen jetzt schon wieder abzubauen. Ja, ist Alonso. Position 16. Was in der hier ziemlich allgemein schwach programmiert. Wenn man das hier zum Beispiel sieht, wo die jetzt zum Beispiel fahren. Stevens. Da macht man nicht Platz. Muss man eigentlich auch nochmal nachpatchen. Ja, also mit dem Überrunden lassen. Das Rekordmaß ist immer noch nicht gebacken. Also, es kann nicht so schwer sein, dass man auf einer Strecke Überrundungspunkte einbaut, oder?
Kann das so schwer sein? Eigentlich nicht. Ich bin echt auf Mexiko gespannt. Bin ich echt gespannt, ob das was wird. Also man hat sogar noch Plätze nachbauen müssen. Ich glaube, über 100.000 werden erwartet. Es gibt jetzt schon keine Karten mehr. Also ich glaube, das war... Ich glaube, das war das beste Rennen, was am besten ausverkauft wurde. Logisch, neue Strecke, weil wie Österreich letztes Jahr. Mal schauen, ob Österreich drin bleiben wird, wenn Red Bull aussteigt. Aber da sind Gespräche mit Honda. Da entwickelt man sich doch noch zurück. Aus Red Bulls Sicht. Der Red Bull ist ja nicht schlecht, man hat es ja in Austin gesagt. Der Motor ist echt das Problem. Das muss man echt mal wirklich so sagen. Thema Safety Car und virtueller Safety Car. Das virtuelle Safety Car hier zum Beispiel einzuprogrammieren wäre ja kompletter Schwachsinn. Wäre aber interessant. Wie kriegt ihr die Data jetzt auf diesen Force India zum Beispiel angezeigt? Ja, also. Die Idee ist nicht schlecht, ich bin aber echt kein Freund von dem virtuellen Safety Car. Aber es nur mal zu sehen und dann, ich glaube, das Gefühl dafür zu entwickeln, ist schwer. An dieser Rundenzeit wirklich ranzukommen. Fahrer hinter mir. Theoretisch müsste ich den schon so überholen können, ohne dass er von Gas gehen muss. Ja, so ist es auch. So ist es auch und so funktioniert das. Und die Primestar sieht es schon selber, die ging gleich schon wieder ins Orangen über. Vorletzte Runde. Ja, für den Primes waren die wirklich eine Sekunde schneller. Pro Runde. Nee, sogar zwei, dass er mit mir nimmt. Komm, kommen wir nochmal fett. Haben wir nochmal ein bisschen Motorleistung raus. Das kann natürlich auch versteckt vielleicht programmiert sein, dass vielleicht die Motorleistung schwindet. Dass man deswegen vielleicht diese Sekunde verliert. Aber ich glaube es eher nicht, weil ich online verliere ich die Sekunde ja auch. Zwei Runden noch, also es ist gegessen, das Rennen. Wir haben eigentlich, ich habe eigentlich wieder gut überbrückt mit guten Themen. Vielleicht noch mit interessanten Themen, ein paar Fragen beantwortet. Ja, rein mit Leben. Das Rennen, Ziel erreicht. Klar, vor der Startposition her eine Position verloren, aber was soll's. Wir haben die beiden Williams geschlagen, das war gut, das war nicht so schwer. Da hat mir der Wettergott den Qualifying schon ein bisschen geholfen. Die Hinterräder haben noch nicht, bin ich nicht abgebaut, aber wirklich die Vorderräder. Die Vorderräder sind bei dem Spiel wirklich das Problem und nicht die Hinterräder. Außerdem war es auch die Vorderräder bei Hamilton, die nachgelassen haben. Da wurden sie auch kalt überrascht. Das ist halt das schön für die Zuschauer. Ich glaube, Rosberg gewinnt das Rennen hier. Ja, das Rennen hat echt eine gute Länge. Halb elf, dann habe ich bei mir jetzt halb zehn. Ich dachte, wir haben erst halb neun. Das wäre aber ein bisschen spät. Ein bisschen früh. Bin ja mal gespannt, wo ich nachher bin, wenn der Führende durchfährt. Ob der Abstand so groß ist oder
dass er sich in Grenzen hält. Okay, er ist nicht in Grenzen. Rosberg, Glückwunsch. Das ist relativ viel, finde ich. Ich zähle mich jetzt schon durch. Ich glaube, Rosberg ist aber nicht von der Pole gestartet, sondern Hamilton ist von der Pole gestartet. Das ist keiner ausgeschieden hier. Eine Seltenheit. Das ist mal Donato nicht ausgeschieden. Obwohl er da kurz stand. Sekunden, damit müsste jetzt auch gleich durch sein, und zwar ist er jetzt durch. Also, Position 5, ich bin zufrieden mit dem Rennen. Vor allem hätte es auch wieder Spaß gemacht, sich mit dem Ferrari am Anfang zu duellieren. Das muss ich ja schon mal sagen. Letzte zwei Kurven, beziehungsweise Buschkopfschikane, Karriere, Flagge. Komm, fahren wir rechts vorbei, weil wir die Williams in den Red Bull geschlagen haben. Gut, er wird natürlich wieder enttäuscht sein, wenn wir den Sieg hier rausfahren sollten. Sollten, vom Team halt her. Ich finde es schade, dass man sich nicht die eigenen Ziele setzen kann. Und dann sagt das Team so, wir sind damit zufrieden oder wir sind davon enttäuscht. Vielleicht kann man vielleicht noch eine Begründung abgeben, warum. Eine Spitzenleistung von Nico Rosberg. Der Deutsche hat sich mit einer grandiosen Leistung natürlich völlig zu Recht den mittleren Platz auf dem Podium gesichert. Das war eine tolle Leistung und das Team wird den Erfolg sicher eine Weile feiern wollen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Greg hat wirklich nur zwei Stops gemacht. Wo ist der Sound? Ich höre keinen Ingame-Sound mehr. Das ist ganz kurios. Das hatte ich auch noch nie. Können wir mit der Kategorie Bug einsetzen? Einmal mache ich es ganz kurz und schnell hier. Rosberg gewinnt vor Kimi Räikkönen. Der hat auch zwei Boxenstops rausgefahren. Alter, Vettel bleibt Dritter. Hamilton wird Vierter von der Pole Position gestartet. 50-9 im auf Räikkönen-Niveau unterwegs. Ist zu langsam gewesen. Aber schneller ist Ricciardo oder Nase. Das hat auf jeden Fall gereicht. Ricciardo 6. Nase wieder starker 7. Master von 17 auf die 8. Stark von ihm. Holt 4 Punkte, aber ich glaube, wir sollten ihn nicht überholen. Auf jeden Fall, Ricciardo bin ich, glaube ich, gleich auf. Verstappen auf der 9. Und Kvyat holt den letzten Punkt. Bottas hat, wie gesagt, keine Punkte geholt. Hülkenberg auf der 17. Sainz hat eine Strafe bekommen. Wo fährt Carlos Sainz eine Strafe bekommen? Mit Bottas verursacht. Ach, deswegen war Bottas so weit hinten. Ach, auch mit Hamilton was verursacht. Ach! Das war also was mit Hamilton. Okay. Und Bottas war auch mit Maldonado der Fall. Okay. Da wir keinen Ingame-Sort haben, holen wir uns mal ganz kurz welchen. Der ist gerade schlecht. Aber wie gesagt, die erste Kurve, dass die so kurz ist, das rettet mich. Alter, da wird Kimi noch angeschoben von dem Red Bull. Dann wollen wir uns mal aber weiter vorne ansehen. Schauen wir uns mal das Spitzenduell hier an. Rosberg gegen Hamilton. Weil er greift hier an. Vielleicht merken wir auch hier mal den deutlichen Windschattenvorteil. Ja, er kommt näher. Na, vielleicht muss ich gleich noch ein bisschen lernen, ein bisschen später rüber zu ziehen, wenn sie gegeneinander fährt. Ja, hat Hamilton auch ein bisschen den Rosberg rausgedrückt, aber die KI lässt sich ja hier grundsätzlich ein bisschen mehr Platz als ich. Schauen wir uns mal an von Ricciardo, wollte ich mal anschauen, wie der den Ferrari anschubst. Ja, den Kimi kann ich halten. Fette wird eine ganz gute. Oh, das ist ja weit innen gefahren da. Der hat da auch abgekürzt. So viel zum Thema, die kürzen nie ab. Die KI, die kürzt auch ab. Nur halt nicht so oft wie ich. Sondern hoch, da passiert dann aber nichts. Die Mercedes haben da schon den entscheidenden Vorsprung, denn das kommt, das ist es halt. Schauen wir uns mal an, wie das von weiter hinten mal aussieht. Vom Teamkollegen vielleicht. Ne, von hier, von Bottas. Ne, von Massa ist das. Na gut, die beiden Meris, die kriegen sie relativ schnell. Ja, stark. Und hier schaut, ach, der hier schaut es sich. Wegen Kimi. Der rechts war, da war der Lotus auch weit draußen. Oh Gott. Da ist mein Teamkollege und jetzt geht's durch Rouge, durch zwei. Hülkenberg hat auch abgekürzt, man hat's gesehen. Und hier, ah, da hätte sie, oh, stark durchgefahren von beiden. Was will Massa im Gras? Will den Rasenmäher spielen? Gucken, ob er den Toro Rosso bekommt. Da kommt ein Lotus noch angeschossen. Alter, hier ist viel los. Jetzt innen und jetzt drängt er die nach außen, oder nein? Er lässt Platz, okay. Und boah, alter Master, was fährst du für eine Linie? Oh, da hat der Lotus profitiert. Oh mein Gott. Das nochmal aus der Sicht des Lotus. Der ist ja hier mal komplett, ja, Zuschauer. Lässt sich aber auch überall Platz, die KI, ja.
Hat er natürlich auch Mercedes Motor. Der einzige, der hier echt Nachteil hat, ist der Toro Rosso in der Mitte. Ja, die fährt dann wirklich. Die fahren dann wirklich alle in der gleichen Geschwindigkeit um die Kurven. Alter, die und die schießt der rein. Boah, heftig, heftig. Heftig, also das fand ich jetzt heftig. Ne, vom Teamkollegen wollte ich mir das auch nochmal anschauen. Okay, der kriegt den Toro Rosso auch direkt. Und jetzt pass auf, rechts der Schau. Und zwar jetzt kommt rechts der Schau. Der Lotus fährt auch noch fast rein. Das müsste Grosjean sein. Genau, das ist am Maldonado von hinten, der gekommen ist. Und jetzt zu zweit durch Urush. Und pass auf, er kürzt auch hier ab. Seht ihr da? Zack. Boah, da hätten sie sich fast fragen, wenn sie da abgeflogen hätten. Oh mein Gott. Massa kommen jetzt auch gleich von hinten. Das kennen wir schon, die Sicht von hinten. Kann man schön in den Spiegeln sehen. Also die haben sie es hier gegeben. Hinten McLaren noch, habe ich gesehen. Das McLaren interne Duell hier. Auch noch, hier ist Schau-Potenzial. Der Mauche will auch noch profitieren. Schauen wir uns das mal von hier aus an. Alter, schöner Schau. Alter, es sind mal soeben, glaube ich, 8 Autos innerhalb von ein paar Quadratmetern. Also nicht viel hat da gefehlt. Ja, und Bottas, der kann man nicht wirklich weit davon. Und die werden sauber, aber richtig verloren. Beziehungsweise, die sind, glaube ich, auch von ganz hinten gestartet. Kann das sein? Ja. Okay, die sind beide ziemlich weit von hinten gestartet. Das erklärt einiges. Wir haben Ricciardo überhaupt punktgleich. Bottas fehlt noch 2 Punkte. Massa ist ein bisschen enteilt. 15 Punkte. Da müssen wir was im Monster gut machen. Konstruktionstechnisch immer noch 4. Das ist in Ordnung. Aber Hülkenberg muss weiter punkten. Vor allem, Hülkenberg fährt eigentlich gegen 4. Und ich fahre gegen Ricciardo, wenn man es so nimmt. Warum der Ingame-Sound weg ist, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht beantworten. Das ist vielleicht nur in Belgien so. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben. Schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Formel 1 2015.